So, ich bin wieder zurück aus der klitzekleinen Pause hier. So klein war sie diesmal nicht, weil es leider nicht so funktioniert hat mit dem Reanimieren der Downskalierung wie gehofft. Es hat nämlich gar nicht funktioniert. Also, das heißt, ihr müsst damit leben, dass ihr jetzt leider einen Full HD Stream bekommt, der auch leider immer Full HD bleibt, egal was ihr da einstellt. Und ja, ne? Zumindest ist das für heute so. Bei der Vergangenheit war das so, dass ich halt einfach OBS neu gestartet habe oder vielleicht sogar die ganze Büchse neu gestartet habe und dann war das alles in Ordnung. Aber leider heute nicht. So. So müssen wir jetzt abwarten, woran es liegt. OBS was kaputt gepatcht, hat Twitch was geändert, hat Twitch was angepasst, was vorher eigentlich so sein soll und was vorher nicht so war, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir werden es in Zukunft dann erleben, wie es dann hier wird. So. Ich glaube aber, ich hatte mal da so einen Tipp bekommen, wo das halt, wie das dann halt anders möglich ist, so dass man jetzt quasi einen Full HD Stream hochlädt und der dann automatisch skaliert wird, angeblich. Weiß ich nicht. Über Restream sollte das irgendwie gehen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Darüber kann man ja dann theoretisch auch mehrere Plattformen ansteuern, wenn man das möchte. Okay, gut. Was machen wir jetzt genau? Wir schauen noch mal ganz kurz. Ich war ja eigentlich gerade da hinten. Werfe mal ganz kurz ein bisschen Zeug hier ab. Biotreibstoff. Und das ist für Blütenblätter. Also für Farbpatrone. So. Und hier könnte ich theoretisch Gewebe produzieren. Mit Mycelium. Das wäre allerdings sehr dumm. Nein. Ich hab ein Rezept bekommen, wo ich Gewebe so herstellen kann. Na, das heißt, ich stelle ja quasi ein Kunstgewebe her. Und somit konnte ich natürlich auch dann die Filter hier, Gasfilter, Jodfilter, vollständig automatisieren. Was wollte ich? Ah ja. Ich wollte mir mal Montage-Leitsystem holen und das einfach mal nach oben bringen. Warum jetzt? Obwohl es ja noch nicht vollständig ist und noch nicht viel ist, weil ich es kann. So. Und weil ich einfach mal da oben eine andere Zahl sehen möchte. Jetzt geht es nämlich Tower Weltraumlift. Hallo. Und dann geht das ganze Zeug hier rein. Sechshundertneunundneunzig. Sieht doch irgendwie auch schon ein bisschen besser aus wie 1500. Okay. Aussicht ist immer noch reichlich nebelig von hier oben. Aber über den Wolken muss das wohl so sein. Wo ist eigentlich meine Garage geblieben? Ah, da. Die hat sich da wieder zwischengeschrieben, okay? Ich wollte in Betrieb 1 rüber. Mache ich jetzt mal spaßeshalber per Reporter. Oh
Und danach hier in 0, nichts, ne? Das ist super. Alle, die es nicht wissen, da oben in dem Turm, da ist das Lager drin. Da waren wir vorhin. Das ist Betrieb 1. Und der Weltraumlift, der steht einfach oben als Turmspitze auf meinem Turm. Ich glaube, höher kann man den Turm nicht bauen, ne? Geht bis ganz nach oben ins Weltall. So. Dann geht es jetzt erstmal hier wieder zu meiner Produktionsstätte und dann gucke ich mal, was hier überhaupt los ist. Er produziert hier tatsächlich noch. Okay. Er ist untätig. Er nicht. Doch, der auch. Weil er keine Kabel mehr hat. Dann würde ich vorschlagen, wir werfen hier noch mal so ein bisschen. Jawohl, so viel kann das auch nicht mehr sein, ne? Meine, ich hätte das ja ziemlich genau ab ausgerechnet hier, was ich wofür brauche. Also mit anderen Worten, ich benötige für 282 nicht Gramm, wenn ich das mal eben anders ausrechne. So, für 100, was war das? Ne, 282, ne? Zweit 4230 Kabel. Das ist nicht wenig. Okay, dann machen wir das doch. Wir holen uns 4230 Kabel. Fast. Der Lagergang ist leer. Mal überlegen, ob ich hier einfach in den Lagergang die Leere das Licht ausmache. Wieder eine Verschwendung. So. Viertausendzweihundertdreißig Kabel. Oha, okay. So, drei. 1000. Zweitausend. 3000. 4.000, 200 und den Rest nehme ich von meinem Stapel, den ich da bereits habe. Ne? So, brauche hier auch noch ein bisschen Kabel dabei. 4.230 habe ich jetzt auf jeden Fall mit. Dann kann ich auch gleich auf dem Weg drüben schon mal so ein bisschen wieder was rausnehmen. Ne? Gut, dass der sich merkt, wo ich war. Hervorragend. Dann brauche ich wirklich nur drauf und anklicken und bin schon automatisch wieder richtig. So. Da waren die drin. Ah, siehst du, gut, dass ich ein bisschen mehr mitgenommen habe. Hier sind ja auch noch welche drin. Ja, auch noch 100 drin.
Also kloppen wir alle Kabel raus, die da sind. Und hoffen, dass das reicht. Jetzt nicht so die Welt, ne? Aber beschleunigt auf jeden Fall hinten ein bisschen die Produktion. So, direkt zum Betrieb 2 Porten ist nicht drin. Das geht leider nur. Bin zu tief, ich muss noch höher. Mann, 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 ich übersehe jedes Mal, wie viel ich hier schon gemacht habe. Ist auf dem dritten, ist das oder nicht? Ne, ist es nicht. Hinten sowieso nicht. Muss hier sein. Ist aber nicht. Nee, Montageleitsystem war ja, ist ja der normale Raketenantrieb gewesen auf der Etage. Das ist eine Etage tiefer, das ist die Etage, die nicht ganz so voll ist. Wo auch noch ein bisschen was anderes drauf gepasst hat, wie zum Beispiel hier die elektromagnetischen Steuerstäbe für die Atomkraft. So, jetzt aber hier. Hier kommt das entsprechend raus. Normalerweise. Gehen wir jetzt einfach mal 40 rein. Produziert der Kleine nämlich auch wieder durch. Jetzt stelle ich das Ganze nämlich mal wieder auf 100% hier. Und dann nehme ich hier schön durchkloppen. Und das hier machen wir derzeit erstmal aus. Den Überschuss, den schalten wir erstmal ab. Ein bisschen lauter da oben. So. Aha, eine Scherzfrage. Natürlich geht das lauter. Geht auch so laut, dass das Mikrofon davon aufgeht. Meine Nachbarn oben rüber machen. Es ist denen nämlich egal, dass noch jemand anders im Haus wohnt. So, ich wollte das ja nur mal so kurz. Ich wollte einmal kurz meckern. So, dann schauen wir mal. Also der stellt her, der stellt her, der stellt jetzt mehr her wie das. Das heißt, das Band, das läuft wieder leer. Und wenn das leer gelaufen ist, dann entweder was nachlegen oder mal schauen. Irgendwas in der Richtung. Jetzt gibt es auf jeden Fall was, was. Hab doch noch was anderes hier mit. Wenn das hier nachher dann ja, leer läuft, das spielt doch erstmal keine Rolle. Hopp einfach mal rein und drehe mal auf.
Und wir schauen einfach mal, wie schnell die Sachen dann fertig werden. Okay. Einfach mal ein bisschen übertakten die Hütte. So viele Produktion davor ist ja gar nicht da. Aber das spielt ja nur eine untergeordnete Rolle jetzt. Es ist ja nur wichtig, dass das, was da ist, auch so schnell wie möglich jetzt durchgebraten wird. Wir die restlichen 1301 auch noch wegkriegen. So, und runter. So, also, in der Mitte, und aus bist du. Du bist aus, also nehme ich dich. So. Gut, 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 gut. Sehr schön. Und weiter? Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal vielleicht noch so ein paar möglige Ingredienzien hier zusammenbekommen. Es ist auch mal wieder Zeit. Wird nämlich immer weniger. Die Truhe war ursprünglich mal voll. Und langsam wird es Zeit, dass ich noch mal ein bisschen nacharbeite. Dafür nehme ich mir mit. Was tue ich mir denn mal dran? Komm, ich tue mir mal hier den Scanner dran. Dann kriege ich wenigstens mal mit, wenn noch irgendwo eine E-Schnecke rumschwirrt. Und ich setze an. Ich setze an am Thermalkraftwerk 3, würde ich sagen. Ich habe ja hier noch mehrere Sachen. Hier noch ein Geothermalkraftwerke, die dann hier auch noch so ein bisschen Energie produzieren. Man sieht das nur ganz leicht oben, diese Kurve, ne? Die Spannungskurve. Gerade bei dem Kraftwerk ist sie natürlich ein bisschen anders. Die schwanken ja leider immer. Das heißt, du kannst den Druck nicht irgendwie stabilisieren. Wäre natürlich cool gewesen, wenn man da noch eine Druckstabilisierungseinheit irgendwie zwischenbauen könnte oder so. Auf dem Boden, sage ich mal, ne, darunter, dass man da sagt, mal, okay, ich baue jetzt hier erstmal einen Druckstabilisator neben, wie man den noch irgendwie anschließen kann. Das wäre noch eine coole Sache. Dass die nämlich dann auch eine gleichmäßige Energie liefern. Aber dafür sind tatsächlich diese Energiespeicher da, um diese Sachen auszugleichen. Wenn, aber die greifen halt nur ein, wenn du nicht genug hast. So, dann gehen wir mal hier raus. Jetzt könnte schon sein, dass ich hier gleich angefeindet werde. Hier gibt es Elektroschnecken. Hier gibt es aber auch noch andere Sachen. Hier gibt es nämlich Gift. Heißt, ich muss meine Gasmaske aufsetzen. Und ich muss mit Viechalarm rechnen. Bildskin ist schon mal super. Boah! Alter! Ui! Ernsthaft? Ist der dahin?
Jetzt haben wir ihn erwischt. Die Frage ist, von was war das jetzt der Wächter? Von der Elektroschnecke? Tatsache. Lustig. Soll ich denn da hochkommen? Mit Gasmaske komme ich da gar nicht hin. Okay. Gucken, ob es hier irgendeine Seite gibt, wo kein Gas ist. Ja, hier zum Beispiel. Okay, also hier kann ich dann mal meinen, wo ist er denn? Okay, hier oben ist tatsächlich frischer Luft. Oh, hier oben steht viel, hier oben stehen. Aufsammeln? Blütenblätter, okay. Na super, ich dachte, das wären auch Pilze. Das wäre natürlich geil gewesen, wenn das auch Pilze gewesen wären. Dass die Blütenblätter hier wie Pilze aussehen oder zumindest die Form haben, ist natürlich auch ganz witzig. So, eine Elektroschnecke. In die Richtung scheint kein Gift zu sein, oder? Da ist Gift. Da ist Gift und da geradeaus nicht. Jetzt haben wir mit Schwung darüber. Okay. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Hat er mich? Kommt er? Er hat wieder so ein Teil in die Luft geschossen, das mich dann automatisch beschießt. Boah, Alter! Was war das? Gerammt oder was? Krass. Coole Sache. So eine Absturzstelle, ich glaube, die kenne ich noch gar nicht. Ging vielleicht noch eine Festplatte. Sind noch so viele Pilze, hier war ich noch nicht. Nee, definitiv nicht. Da hinten werde ich meine Maske brauchen. Heißt, es ist mir nicht möglich, mich mal eben kurz mit einem Flug in Sicherheit zu bringen, wenn irgendwas ist. Mache ich denn den? Also erstmal Maske. Wenn ich die finde, da ist er. Durchladen. Und los. Hier ist, es ist eine Absturzstelle. Bei einer Absturzstelle gibt es auch wieder Viecher. Zum Beispiel.
Wird bewacht von fliegendem. Oh! Von einer Spinne wird sie. Einer radioaktiven Spinne oder wie? Jui. Ich glaube, es wird Zeit für das. Okay, jetzt ist die Frage, was hat die bewacht? Denn da ist ja noch was anderes. Oder haben die sich den Auftrag einfach geteilt? Wir werden sehen. Nummer 3. Wo hat sich Nummer 3 versteckt? Ja. Unmöglich sein, dass da nur 2 rausgekommen sind. Scheint wohl doch. Okay, das waren auch 2. Hm. Ah. Hm. Da ist noch einer gewesen. So, nach Land. Oh, die haben sich schon. Eigentlich gehe ich da lieber mit einer Fernkampfwaffe dran, weil ich die dann viel besser wegkriege. Hier. Eine Ressourcensammlung, dafür bin ich ja hier. So, dann gucken wir uns das mal an. Ach, für den brauche ich nicht viel. Nur Kühlkörper. Das ist ja wunderbar. So, meine. Das Rezept gibt das. So. Kämpfen wir uns mal wieder durch den vergifteten Sumpf hier. Aufpassen, wenn irgendwo Ressourcen sind oder so, dann sind die natürlich bewacht und dann ist da natürlich auch wieder irgendwas, was mich angreift. Frage mich allerdings, ob die Pilze irgendwann mal nachwachsen oder nicht, weil bis jetzt ist an derselben Stelle, wo bis zwischenzeitlich einen Pilz gefunden habe, ist leider nie wieder einer gewesen. Sollten die zu den endlichen Sachen gehören hier, hat man also, oh, wo kommt er her? Kommt er. Noch einer, oh.
Was man. Möchte gerne die Beeren auf der Leiste haben, statt der Kaffeetasse. Auch eine echt gute Idee. Kaffee trinken komme ich hier sowieso nicht. Und kann ich hier weiterhin nach Ressourcen scannen? Der Scanner jetzt hin. Also. Ach, guck. Das mal einer. Dann der zweite. Irgendwo ist noch der dritte. Oder auch nicht. Doch. Wie jetzt? Da war noch eine zweite Pflanze irgendwo, die ich nicht gesehen habe. So, bevor wir jetzt hier den Vorrat der Notration hier, der wie heißen sie noch gleich? Medizinischen Inhalatoren verballern, nehme ich natürlich erstmal die Beeren. Wenn du einen Scanner in der Hand hast, dann siehst du auch, dass da noch irgendwo was ist und dass da irgendwo wieder Feinde sind. Und viele Elektroschnecken, wa? Aber ich scanne hier noch eine Absturzstelle. Okay, gehen wir erstmal wieder runter vom Hügelchen. Hier bewacht eine Spinne. Alles andere wäre schon längst da gewesen. Aber die lassen sich immer Zeit. Eigefieh, das fällt mir bestimmt wieder in den Rücken, wenn ich hier gerade an dem Ding dran bin. Hundertprozentig.
Aha. Im Kreis gelaufen. Na super. Das war jetzt der Knaller, ey. Oh. Amis. Nennen sie immer Rammis. Die einen so schön wegrammen. Rami Nummer 3. Hätten wir es ja wohl nicht geben, wa? Oh! Next. Boah! Mich noch nicht gesehen. So, jetzt hat er mich gesehen. So, es kann so einfach sein, wenn man die rechtzeitig sieht, ne? Weiß ich auch, was die bewachen, ist nämlich noch irgendwo eine Elektroschnecke. Ah, da drunter ist die. Gut versteckt. Ist noch einer ohne Ladung hier. Mal ein bisschen Deckung. Oh. Das sieht doch schon besser aus. Die werde ich ja wohl nicht sprengen, wa? Bring mal alles weg. Wer weiß, wofür es gut ist. Ist da auch noch was drunter oder so? Nö, anscheinend nicht. Ah, siehste. Die haben ja das eine oder andere vielleicht schon hier geupdatet. Mal was ausprobieren. Weil die Dinger konntest du eigentlich nie sprengen. Muss ich natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil wenn ich jetzt versehentlich auf den falschen Knopf drücke, bin ich nämlich nur eins tot.
bin ich direkt weg vom Fenster. Die Dinger sind für mich unzerstörbar. Okay, habe ich verstanden. Aber das kann man natürlich erst genau wissen, wenn man es versucht hat. Ne? So, achso. So, hier war ich schon mal. Das erkenne ich alleine daran, dass da so ein komisches Gebäude steht. Kann ich sprengen. Wenn ich was zum Sprengen in der Hand habe. Jetzt schon wieder hingepackt hier. Ja. Ein Sprengzünder. Halt mal. Und festhalten. Eingemacht. Oh. Und sonst so. Keiner in der Nähe. Jetzt Löschen. So. Wie gesagt, ich muss sammeln. Sammeln, 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 sammeln. Bin eigentlich aus dem Bereich raus, wo so viel Gift ist. Ne? Das heißt, ich könnte meinen Jetpack mal wieder aufsetzen. Entweder mein Jetpack oder ich versuche es mal hiermit, dann bin ich schneller mit. Den kann ich auch damit. Na gut, hier hoch nicht. Hinten ist noch was, guck mal. Schaden? Ach, das sah, sah von Weitem so aus, als wäre das was zum Wegsprengen. Ist es gar nicht. Na doch. Doch, da ist was. Hallo. Eine kleine Schlawiner. Oh, da drin oder was? Gehen wir einfach mal von aus, dass der da irgendwie reingefallen ist oder so. So. Dürfte er jetzt auf jeden Fall, wenn er da drin war, ist er jetzt Geschichte. Hier noch Schönes. Defelmine.
Ja, ich glaube, Minen, die habe ich bei mir auch genug. Wenn die irgendwann nicht mehr ausreichen, kann ich immer noch von weiter weg was holen. Aber Schwefel sollte ich erstmal genug haben. Die Abschlussstelle sollte ich schon kennen, theoretisch. Abschlussstelle ist erledigt. Aber nur für den Fall, dass ich hier hinten auch noch mal was bauen möchte. Weiß ich hier jetzt zumindest, dass hier noch welche sind. Idee hätte ich mal ein bisschen früher kommen sollen, mir das Exoskelett anzulegen. Bei diesen Wegen, wenn ich schon zu Fuß gehen muss oder zu Fuß gehen will, da schon irgendwo sind. Einer unterwegs. Glaube, viel schneller bist du mit dem Auto auch nicht. Da geht mein Rum lang. Dann habe ich ja mal möglichst direkt einen Weg gelegt, ne? Also schön geradeaus über die Gipfel. Ja. Wenn nicht, weil ich eine Stromleitung da irgendwo hingebaut habe, sind hier keine mehr. Eine Harzmine. Den müsste ich dann auch schon haben. Jawohl. Ja, den meisten Sachen hier dürfte schon Haken dran sein. Also zumindest was Absturzstellen betrifft. Und Elektroschnecken, wobei Elektroschnecken habe ich noch hier gar nicht gesucht, ne? Elektroschnecken, mal gucken. Oh. Ich aber weint runter. Holla die Waldfee. Frage, ist es die hier oben oder ist die da unten? Das wäre hier oben.
Dass also es da kein nicht die Möglichkeit gibt, ihn so schnell zu wechseln, weißt du? Okay. Ganze Herde. Ja, wo sie eigentlich kriegen können, ne, da laufen sie natürlich weg. Also ja, gar nicht mal so. Die sind ja gar nicht mal so unintelligent, die Viecher. Nachladen. Das gibt auf jeden Fall wieder ganz viele schöne Sachen. So. Das ist auch noch was. Eieieiei. Erde hier. Meine, da hinten war noch was. Also sollten die als Wachen für die Elektroschnecke da gewesen sein, dann war das ein ganz schöner Overkill dafür. So, jetzt können wir noch mal da unten gucken. So. In dieses Tal. Müsste jetzt einmal im Kreis gelaufen sein, eigentlich. Oh, hallo. Mit Anlauf, genau. Ich bin irgendwo aus der Richtung gekommen und wollte dann da hoch. Das heißt, ich muss noch mal hier hin irgendwo. Na, guck mal, dafür sind die Ressourcen auch nicht unbewacht.
Okay. Hier sind aber schöne viele Beeren auch sehr. Oh, werde ich auch brauchen. So, jetzt aber. Aufteilung bisher komisch. Normalerweise waren die ja immer da. Versteckt, sage ich jetzt mal. Die Viecher, wo irgendwelche Ressourcen waren, aber hier nicht. Eine ganze Menge Viecher und genau. Liegt noch was im Grase? Die auch als Haustier locken mit der Nuss oder so? Und eine Beere, warte mal. Nö, irgendwie nicht. Na gut. Ja, mal sein können. Man die auch irgendwie freundlich stimmen kann oder so. So, jetzt kommen wir der Sache wieder näher. Genau, jetzt bin ich wieder an der Stelle gewesen und hier ging es nämlich runter. So. Der schöne Giftdschungel ist das. Da ist die Abschnittstelle, wo ich schon war. Okay, verstehe. War doch kein kleines Tal. Das ist bisschen, ja. Da gab es schon ein bisschen mehr. Darf mal raten, hier waren so 1000 Viecher, weil das irgendwo da oben drauf was gibt.
ist unter mir. Das ist in irgendeiner Höhle ist das. Okay. Und dann. Wir doch mal, ob hier irgend sowas ist. Irgendein schnuckliger Höhleneingang oder so. Das sieht doch ganz danach aus. Spinnentier. Sagen wir eines, könnten noch mehr sein. Oh. Oh, hier sind aber viele davon. Oh, das ist aber fein. Wenn ich sie nicht so flächendeckend einsetze und so extrem einsetze, das schon in manchen anderen Videos gesehen habe, aber ich nehme die natürlich mit. Sind nehme ich natürlich auch welche. Oh. Die Spinnen sind etwas... Passt man. So, weißt du was, komm. Hepp. Und komm nach raus. Bitte. Abgestürzt oder auch nicht schlecht. Abgestürzte Spinne. So lange drauf geschossen, dass sie da runtergefallen ist oder was? Aber ich muss damit rechnen, dass es noch wieder einen Weg hier hoch gibt. Da ist der Weg, siehst du? Ist Geschichte, aber nur die eine. Wo ist die andere? Keine Lust, dass die mich hier gleich beim Aufheben der Schnecken überraschen. Da war noch eine.
Viele Pilze hier, ist ja krass. Na gut. Ah, sie. Wow. Sie. Komm, komm noch mal. Ja, so viel zum Überraschen, ne? Die Viecher verstecken sich nämlich. Mit einmal lassen sie im Kreuz. Das war nämlich genau der Punkt, den ich eigentlich vermeiden wollte. Meine kleinen Helferlein hier einnehmen muss. Um die herzustellen, muss man ganz schön was tun. Hat immer wieder ein bisschen Material für erforderlich, das ich ja eigentlich gerne sparen möchte. Und noch das Pilzgeneiden ab. Auch noch eine Elektroschnecke. Ah, hier. Sache. Wieder da hoch. In Etappen wieder nach oben. So. Okay, da hinten sind noch ganz, 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 ganz viele Pilzken. Die nehmen wir mit. Die nehme ich jetzt auf jeden Fall mit. Oh, Spinne. Alles nur wegen der Schnecke. Okay, Mann. Nicht wieder zurück, ne? Bevor ich jetzt aber weiter zurückgehe und mir den Unmut weiterer Tiere hier auf den, des Unmutes hingebe, bin ich jetzt nochmal für 3 bis 5 Minuten im Hintergrund und danach natürlich wieder für euch da. Bis gleich!